Hallo Gartenfreunde, heute geht es um die Hochbeete, die wir gemacht haben. Beide stehen noch und können bepflanzt werden. Das Beet wurde bereits vorbereitet. Die zwei Pflanzlöcher und in der Mitte eine Gießhilfe. Rein kam angereicherte Kohle. Aktivkohle haben wir selber hergestellt. Relativ einfach. Gibt es vielleicht auch noch mal ein Video zu. So, jetzt pflanzen wir die da ein. Achso, habe ich noch gar nicht gesagt. Da sollen zwei Vorgebirgstrauben rein. Die sehen nicht so richtig gut aus, aber naja, wird schon werden. Gurken setzen wir auch immer tiefer. Sind die meistens relativ dankbar. So, gut. Angießen, weiter rein. Andersrum, weiter rein, angießen. Gut, gepflanzt ist ja keins. Ist ja einfach. So, jetzt gießen wir das Ganze an. Einmal ein bisschen die Pflanzen. Dass die Wurzelschluss kriegen. Und einmal in der Mitte. Und dann kann das ruhig drüber laufen. Genau. Wer sich fragt, was der welche Ständer da soll, das soll ein Experiment als Ranghilfe für die Erbsen werden. So, und jetzt tun wir zusammen das Beetrunde vorbereiten, dass wir die anderen Pflanzen reinmachen können. Ah, es ist noch zu locker. Schön schimmelig. So ein bisschen oben die Schicht aufhacken. Mäusegänge. Aber die haben wieder Spaß, neue Gänge zu bauen.
Song. So, ein bisschen Multimaterial und ein Gießtöpfchen. Also ganz normaler Terrakotta-Topf. Bisschen die Erde angepresst, dass das nicht gleich alles unten rausstickert, da war ich zu fest. Er ist so ein bisschen gefiltert. Wenn es abläuft, ein bisschen rausziehen. Wenn es zu sehr schnell, zu schnell läuft, ein bisschen rein. Oh, nun die Käfer. Dass das hier ein bisschen angegammelt ist, das macht mir persönlich gar nichts. Das gehört zur Natur und die kann das, die kommt damit klar. Ich habe noch keine schlechten Erfahrungen. So, noch angießen. Haben wir es geschafft? Können so schön wachsen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.